wir haben dem Marketing hier eine neue Bühne eröffnet. Also wir haben es heute auch auf der Bühne versucht nochmal darzustellen, das Ganze ein Stück weit aufzubrechen. Es muss die richtige Mischung sein zwischen den jungen Leuten und den Etablierten. Das ist uns, glaube ich, heute Abend gelungen, weil alle mitgemacht haben. Wir haben drei Kategorien gehabt. Wir wollten eine Gelegenheit schaffen, Marketing auf das nächste Level zu bringen. Grown-up, etablierte Player, Startup, neue Spieler oder auch Turnarounds, wo man eine Marke und ein Produkt neu entwickelt hat. Also ich muss wirklich gestehen, diese Kombination zwischen digital und virtueller Erfahrung und dann das Düsseldorfer Schauspielhaus, das war wirklich klasse. Für mich ist es sehr schön gewesen, in so eine ja doch relativ fremde Welt einzutauchen, wo ich auch das Gefühl hatte, dass Kunst und Kultur vielleicht auch ein bisschen fremd ist und eine bestimmte Reibung erzeugt. Und das ist immer spannender, als wenn man sozusagen nur in der eigenen Welt zu Hause ist. Ich finde es schön, dass man das Thema Marketing von vielen verschiedenen Perspektiven hier beleuchtet bekommt. Und es ist toll zu sehen, wie das jeder für sich umsetzt. Ich glaube, so einen Preis zu gewinnen ist immer eine Überraschung. Vor allem, wenn man dann die anderen beiden Nominierten gesehen hat, dann ist das natürlich eine besondere Ehrung. Von daher war das ein sehr schöner Moment. Knapp über anderthalb Jahre gibt es uns. Und innerhalb von so einer kurzen Zeit schon so eine Auszeichnung zu bekommen, ehrt uns natürlich umso mehr. Und dann noch vom Marketing Group Düsseldorf. Die Location, die Stimmung, das Networking, die Preisträger, einfach eine rundum gelungene Sache.